Heute möchte ich noch einmal da zurückkommen auf diese Drohungen, die ich erhalten habe. Und ich denke, dass das schon von irgendwelchen Menschen, die mit dieser Homepage zu tun hatten, gekommen ist, als mehrmals gekommen ist. Und einmal war diese Frau mit einer Maschinenpistole, die mich angeschossen hat, also mit diesem Video als Drohung, und hat gesagt, dass sie gegen mich was unternimmt und dass ich einen Wohnungsbesuch erhalte gegen meinen Willen. Und das ist so eine Schweizer Homepage, die so satanistisch mit vielerlei also Huren wirbt, bis schwersten Sadismus. Sade ist dieser Verbrecher gewesen, der wurde im Mittelalter verfolgt wegen schwersten Verbrechen und ist sein ganzes Leben dann gesessen, und man hat immer gesprochen, ob man ihm die Todesstrafe gibt. Er hat ein Buch auch geschrieben, ich glaube im Gefängnis war es dann, nach seinen Taten über Frauen, Mord, schwerste Körperentstellung. Also er hat sie angelockt, die Mädchen, ganz schöne Junge, mit Arbeitsstellen, hat ihnen gute Arbeit versprochen, als ganz nettes Haus. Sie hätte wenig zu tun, verstehst das Mädchen, und kriegt ein Zimmer. Und da hat der arme, schöne Mädchen, Junge gesucht und dann also sie mit mehreren anderen Männern vergewaltigt und ihnen den Körper komplett kaputt gemacht. Also, dass sie alles verloren hatten, also die Körperteile und so weiter. Und danach zum Teil ermordet. Und dieser Satanismus, der wird also in der Kriminologie sprechen von menschenverachtenden Verbrechen, wenn man mit Maschinenpistolen, mit Kriegsmaschine Menschen bedroht. Dann in der Psychiatrie sprechen wir Nekrophilie, wenn Weiber sowie Herrinnen Männer abschlachten oder es vortäuschen, dass sie zum Beispiel kranken Schleim, Eiter lecken oder Leichen, neben Leichen oder auf Leichenberg oder auf leidenden Menschen den Geschlechtsprozess machen. Denken wir an die Kriegsverbrecherin England, die Sexualverkehr hat, während schwerste Kriegsverbrechen, also auf dem Leichenberg sozusagen. Oder auf leidende Menschen, die im Kühlschrank eingesperrt wurden, zu erfroren und so weiter. Und in der Theologie spricht man von Satanismus, wenn die Bibel, die Heiligen Schriften durch den Dreck, wenn gequält wird und Sexualität und Vergewaltigung stattfindet oder vorgetäuscht wird, von Satanismus, verstehst? Wenn die Bibel und die Heiligen Schriften durch den Dreck dazu gekommen wird. Und in der Copyright-Frage sprechen wir von strengstem Markenmissbrauch, wenn die heiligen Worte des Vatikan, zum Beispiel die Kyrie, Kyrie und so weiter, die Jungfrau Maria entheiligt wird, in dem menschenverachtende Verbrechen durchgeführt werden oder gezeigt werden, also vorgetäuscht werden, durch Film Dings. Und dieser Sade ist in die Weltliteratur eingegangen mit seinen Werken. Wieder aufkommende brutale Menschenhandel, Menschenmissbrauch, Vergewaltigung, die Quälung, die Körper Teile abschneiden und so weiter und dann zu töten. Also dazu die Erwägung mehrmals der Todesstrafe zur damaligen Zeit auch gegeben, verstehst? Also die Rechtsbeugung, die ich da in Zusammenhang gesprochen habe, geht nämlich genau darum, dass heutzutage diese Feministinnen, die ganze Pornindustrie, ja bis zum Film wollen sie so zensurieren, dass sie Milliarden Dollar verdienen, dass der Mann, verstehst, bei ihnen zu viert anstellen muss und sich selbst befriedigen darf. Dafür muss er bezahlen. Und das ist jetzt verboten worden, weil das schon zu menschenverachtend war, verstehst? Und so, wir werden parallel dazu sehr viele verbrecherische Übergriffe beschrieben, die Rechtsbeugung. Franz Kafferer-Conti hat davon gesprochen, ist auch in die Weltliteratur eingegangen, dass alle, und das ist zu dieser Zeit, wo der Begriff eigentlich herkommt, Kyrie,
Kyria, Kyrie, also auch die Machtposition des Vatikan wird da durch den Dreck gezogen. Und das geht schon bis in die Mythologie zurück, verstehst? Le Metamorphose, Apuleius und so weiter, ist natürlich ein Superklassiker. Und da wird sozusagen von Phaedro, Fabula, Introduction, Introduction, Norden, Lenz, Madura, also von allen Nobelpreisträgern, Preisträgern der Literatur und so weiter, die ganzen Werke damit durch den Schmutz gezogen, verstehst? Und das ist ein schwerer Missbrauch, verstehst? Dass ich ein paar menschenverachtende Tendenz, Menschen, also gegen die Menschlichkeit Verbrechen anzustiften, wohin dann wieder viele in diesem Milieu angesiedelten Videos vor 300 Millionen Publikum auf Vatermord, Völkermord, Muttermord, Kindermord und Spott darüber. Und jeden Tag wieder neue Filme reinkommen, wo junge Mädchen 20 Stück in so halb Techno-Events schwerstens vergewaltigt werden und man sieht, dass sie schwer drogiert sind. Verstehst, als Gesichtsphysiognomist kann ich das sofort lesen aus einem Film, dass sie schwer drogiert sind. Also, dass das nicht der reine Wille ist, sondern dass sie da irgendwas reinkriegen, verstehst, und dann schwerstens missbraucht werden. Furchtbar. Und da, verstehst, da die Rechtsbehördin diese schwersten Verbrechen, anstatt durch die Bundeskriminalämter zu verfolgen, zu belassen und die Drohungen nicht wahr genug zu nehmen. Und wir lassen diese vielen Verbrechen, also das sind ja Kriegsverbrechen, zum Teil der Kinder nicht gegen diese Firma, verstehst, die sprechen nicht an, das können wir so nicht mehr weitertragen, verstehst, da gibt es ein grobes Konfliktpotenzial. Deshalb ist auch von der amerikanischen Welt und anderen Deutschland das nicht fast kaum noch besuchbar eingestuft werden. Und das will was heißen, verstehst, wenn man da über Besatzung oder was für sich nachdenkt, das ist einmal, verstehst, das ist so mit dem bunten Kuh. Es fehlen 35 Millionen Kinder.